schöne Beine. Deine sind perfekt dafür. Doch du schaffst es so wie keine, dass ich trotzdem träum von dir. Ja, am 22.06. wird mein zweites Soloalbum veröffentlicht. Da bin ich unglaublich stolz darauf, weil eben es ein sehr persönliches Album ist. Wir haben sehr viele Titel dabei, die was ums Leben gehen, die aus dem Leben kommen und um was mir ganz besonders freut, dass eben da auch ein Titel dabei ist, da wo es echt das, was in den letzten Monaten entstanden ist und was zurzeit so das Wichtigste ist und nicht nur zurzeit, sondern ich glaube auch die nächsten, ich hoffe für immer. Lügen haben schöne Beine, deine sind perfekt dafür. Musikalisch ist es teilweise sehr bodenständig. Wir haben natürlich auch geschaut, dass man einfach das schon bodenständiger, dass wir es auch natürlich moderner gestalten, aber eben auch die bodenständigen Instrumente, wie auch das Bariton oder eben die Harmonika, dass wir die wirklich mit dabei haben. Der ein oder andere wird natürlich sagen, oh, das ist schon ganz schön modern, aber wir haben, glaube ich, die perfekte Mischung drin. Es gibt Titel, die gehen schon eher in den Pop-Bereich. Und es sind Titel dabei, das ist eine ganz normale, klassische Polka, aber eben auch ein bisschen modern verarbeitet. Also im Großen und Ganzen ist sehr, sehr vielseitig das Ganze. Lügen haben schöne Beine, deine sind perfekt dafür. Der Favorit, das ist sehr schwierig. Es sind einige Titel dabei, die was wirklich toll sind. Das, also wir haben ja wirklich uns zusammengesessen, haben geschaut, was machen wir als erste Single, zu welchem Lied machen wir auch ein Video, und da hat es eben sehr viele geteilte Meinungen gegeben. Ich habe mich dann letztendlich auf mein Bauchgefühl jetzt verlassen und ich habe da zwei Titel ausgewählt, wo wir auch zwei Videos dazu gemacht haben. Ich hoffe, dass ich richtig liege, aber es kann natürlich auch sein, dass ich nicht richtig liege, ist aber auch ganz egal. Mir gefällt es und ich habe mir da einfach jetzt auf mein Bauchgefühl vorerst einmal verlassen. Lügen haben schöne Beine, deine sind perfekt dafür. Also erhältlich wird es am 22.06. sein in allen Geschäften, überall als Download, in jedem Fachhandel, in jedem sortierten, in allen Tankstellen, im Zillertal, und ich freue mich da schon unglaublich drauf. Ich habe eine neue Plattenfirma mit Tirolis, da wo ich sehr großes Vertrauen an Christian Rasinger habe und da wo ich mich echt auf eine super Zusammenarbeit freue. Ja, 22.06. ist es dann soweit und ja, ich bin schon sehr gespannt auf die Reaktionen, wie den Leuten mein neues Baby gefallen wird. Lügen haben schöne Beine, deine sind perfekt dafür. Der Müller, auch so ein Titel in einer Polka-Fassung, und mir hat vor einiger Zeit ein Texter angeschrieben gehabt aus Deutschland. Hat geschrieben gehabt, er hat da einen Titel, der seiner Meinung nach Hitpotenzial hat. Ich habe mir den dann angehört und da bin ich echt baff bin. Ich habe das gehört gehabt und war gleich von dieser Nummer total überzeugt und ich habe ihn angerufen und gesagt, du, pass auf, ich würde ihn unglaublich gern machen. Dann haben wir noch ein paar Sachen klären müssen und dann haben wir den Titel auch aufgenommen, und in diesem Müller, in diesem Lied geht es nämlich um den Namen oder den Nachnamen Müller. Dadurch, dass in Deutschland, Österreich so einer der gängigsten Nachnamen Müller ist, heißt er nämlich dann, da sitzt der Müller bei einem Bier, was macht der Müller schon wieder hier? Und da tut man verschiedene Phasen, singt man da in den Strophen, und irgendwie trifft man dann doch, egal ob in China oder auf die Philippinen oder in Italien, irgendwo trifft man dann doch irgendwie den Müller. Finde ich eine ganz tolle Produktion und einen tollen Titel, und ja, bei den Live-Auftritten habe ich schon ein bisschen ausprobiert. Die Leute singen da sofort mit und also auf jeden Fall cool. Lügen haben schöne Beine, deine sind perfekt dafür. Ja, Bergseepiraten ist ein bayerischer
aber nicht kein klassischer Bordischer. Ist modern aufgebaut, aber wir haben ein Bariton dabei, wir haben die Harmonika dabei, wir haben Schlagzeug, Gitarren, E-Gitarren und es klingt irgendwie bodenständig, klingt aber auch modern. Also es ist irgendwie so die Mitte darin und ja, zudem haben wir auch ein Video gedreht, wo echt cool geworden ist und ja, schauen wir mal, wie es ankommt. Ich bin schon echt gespannt. Lügen haben schöne Beine. Deine sind perfekt dafür. Wir Du ist eigentlich so mein absolutes Highlight, mein absoluter Favorit. Nicht nur musikalisch, sondern auch, weil der Titel zusammen ist mit meiner großen Liebe. Jetzt kann ich es endlich mal sagen. Also, wir haben ja echt lange geschwiegen gehabt über das, ob wir zusammen sind oder ob wir nicht zusammen sind. Wir haben es beim Volksstadl Open Air dann öffentlich gemacht und haben eben gesagt, dass wir verliebt sind und dass wir auch zusammen sind. Also wir sind jetzt schon mittlerweile ein halbes Jahr beieinander und für mich, so ehrlich gesagt, wenn ich so zurückblicke, für mich das wichtigste Lied in meiner Laufbahn. Da geht es um die wichtigste Person und da geht es um die Liebe und somit ist das mein absoluter Favorit und ja, wie es halt ist, wenn man verliebt ist, da gibt es nichts Schöneres und ich hoffe, dass das ein Leben lang so bleibt. Lügen haben schöne Beine, deine sind perfekt dafür. Blut ist dicker als Wasser. Für mich ein sehr persönlicher Titel. Dazu zu sagen, dass ich leider Gottes so mit meiner Schwester schon seit längerer Zeit keinen Kontakt mehr habe und eigentlich die Verhältnisse so geschwisterlicherseits nicht so gut sind. Was sehr schade ist, weil es eigentlich mehr oder weniger ohne Grund ist. Und ja, mittlerweile habe ich zu meiner Schwester schon über 2 Jahre keinen Kontakt mehr und ich glaube, es ist einfach wichtig, auch wenn es einmal, und ich glaube, das wird es in vielen Familien geben, dass es einmal Ärger gibt, dass einmal gestritten wird. Ich glaube, das ist das Allernormalste, dass in der Familie gestritten wird. Nur man sollte doch eben bedenken, dass man doch noch eine Familie ist, dass man irgendwie doch noch zusammenhalten sollte und das möchte ich auch, beschreibe ich auch in diesem Lied. Also man hat sicherlich Freunde, die immer hinter einem stehen, aber letztendlich die Familie bleibt doch für immer und somit sollte man das nie vergessen, wo man herkommt, nie vergessen, wo die Familie ist und ja, es ist ein sehr persönliches Thema. Vor allem auch ehrlich gesagt, so jetzt gerade in dem Moment nicht so leicht darüber zu sprechen, also aber ja, das beschäftigt mich schon und versuche auch das dann irgendwie ein bisschen in der Musik zu verarbeiten und das hab ich auch da gemacht und ja, aber vielleicht wird's ja mal wieder. Lügen haben schöne Beine, deine sind perfekt dafür. Also das Highlight ist mit Sicherheit, dass ich dieses Jahr im November vom 15. bis zum 18. mein 20-jähriges Bühnenjubiläum feiere, mit 25 Jahren. Damals hat's gestartet beim Musikantenstadl als ganz kleiner Bub mit meinem Vater zusammen mit Tara Eisbrand, da wo wir damals mit so einer Feuerwehrspitze in den Stadl hineingefahren sind. Ja, und von da an stehe ich schon eigentlich fast täglich auf der Bühne. Und da feiern wir dann vom 15. bis zum 18. das Jubiläum mit vielen Freunden. Die Lara ist zum Beispiel dabei, die Untersteirer, dann Sigrid und Marina als Stargäste am Freitag, die drei Zwiedern, die Toni Hof Burm und natürlich auch meine Eltern. Und wird, glaube ich, ganz tolles Fest, also würde mich natürlich freuen, wenn ich den einen oder anderen da begrüßen dürfte. Am 15. bis zum 18.11.2018 im Hotel Robertihof mein 20-jähriges Bühnenjubiläum. Lügen haben schöne Beine, deine sind perfekt dafür. Die Botschaft ist eigentlich zuerst einmal, dass ich mich bei allen bedanken möchte, also die, was mich schon seit Jahren unterstützen,
die was CDs kaufen, die was auf meine Auftritte kommen, die was mit dem Roberti auf besuchen. Und da bin ich mega stolz, das wäre alles nicht möglich ohne Leute, die mir an mich glauben, die mich unterstützen. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Was mir auch sehr am Herzen liegt, das ist 2017 und 2018 ist sehr viel passiert, das ist mit dem Volkstadl, wo wir die Bianca und ich, also die Lara und ich, eine Sendung bekommen haben, die was jeden Samstag ausgestrahlt wird. Junge Künstler haben ja die Chance, sich im Fernsehen zu präsentieren. Das, was ja auch fast unmöglich beinahe ist, weil in den Sendungen, wo es noch ausgestrahlt wird, wo Volksmusik und Schlager einen Einsatzplatz haben, da sind immer dieselben. Und das ist auch etwas, was da, wo ich ganz, ganz dankbar bin, dass mir der Volks-TV auch die Chance gegeben hat, hier zu moderieren. Und ja, und das Schönste ist natürlich, dass ich meine ganz große Liebe gefunden habe mit der Lara Bianca Fuchs. Und ja, also ist bis jetzt 2018 so wirklich bis jetzt das musikalisch schönste Jahr. Und und ich freue mich natürlich auf die Zukunft. Und würde mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere auch sich das neue Album holt. Lügen haben, schöne Beine. Und auf diesem Weg sage ich Dankeschön. Lügen haben schöne Beine, deine sind perfekt dafür.